In diesem Video möchte ich euch das Thema Daten versenden mit dem neuen Datenschutzgesetz. Das heisst zum Beispiel Abakussicherungen, Lohndokumente mit der Deepbox. Da sind wir jetzt gerade auf der Deepbox-Webseite, auf der Preisliste. Ich sehe die kostenlose Version, um etwas geschimpft versenden. Ist ähnlich wie eine Dropbox oder was auch immer. Kann man da bis zu 1 GB, das langt für kleine Mandanten oder gewisse PDFs. Sobald man es wieder löscht, hat man wieder 1 GB frei. Also die Daten sehen dann nachher, können wir sagen, zeitbegrenzt verschicken und nachher kann man es auch wieder löschen, dass man den Platz wieder frei hat. Natürlich bei grösseren Unternehmen oder grösseren Mandanten müsst ihr dann jeweils ein anderes Abo nehmen. Die Abos braucht man nachher sowieso auch weiter, wenn man sein Abakus einbindet. Zeige ich auch am Schluss noch kurz etwas, wie man es auch dort kann versenden. Also das heisst, ich habe mich jetzt da im Vorfeld schon kostenlos registriert und man muss eine Kreditkarte hinterlegen. Bei der Registration wird auch gerade aufgefordert für die DeepID, wo man Pass oder die Identitätskarte muss mitfütteln über die App. Und das kann man aber auch überspringen, so wie ich jetzt gerade in meinem Test gemacht habe. Also ich zeige jetzt mal kurz mit der kostenlosen Version, je nach Gigabyte Nutzer und so weiter und Abakus-Einbindung. Müsst ihr dann da weiter euch registrieren. Es gibt dann noch eine Art Advanced Box für die jeweiligen Mandanten und so weiter. Nicht ganz einfach die Preisliste am Anfang, aber mit der Zeit haben wir es dann draussen. So, jetzt gehen wir da mal uns anmelden. Wie gesagt, ich habe die Registration schon gemacht. Ich habe da meine Box. Ich habe jetzt nichts Grossartiges konfiguriert. Wenn ihr reinkommt beim ersten Mal, hat es da schon diverse Ordner. Die kann man alle wieder löschen und neu machen. Von dem her gesehen kann man auch die, die man hier sieht, das wäre jetzt als Beispiel gewesen, die haben die Finanzen und so weiter, kann man da auch wieder löschen und dann ist sie gelöscht. Ich habe jetzt dann einen Ordner gemacht, Dokumentenaustausch. Ich gehe hier rein. Dann mal geschwind zwei Dokumente, ein PDF aufsichern, aufladen, habe ich wollen sagen, und eine Mandantensicherung. Ich sehe das, ASR. So, eine Abakus-Mandantensicherung. Jetzt könnt ihr hier eine rechte mit der linken Maustaste, Entschuldigung, könnt ihr da Link teilen. Und jetzt sehen ihr da Gültigkeitsdauer. Das heisst, ich kann jetzt natürlich sagen, okay, gut, der schaut das auch nachher sofort an. Also nicht zu lange gültig machen, also nicht 60 Tage oder so, vielleicht 3 Tage, 2 Tage oder 1 Tag. 1 Tag ist vielleicht ein bisschen sportlich, aber wenn ihr wisst, dass es gerade abladet, dann machen wir jetzt mal 1 Tag. Dann kann man da den Link erstellen. Und ich sehe da jetzt den Link, den kann ich kopieren, kann da in mein Mail-Programm rein, da jetzt zum Test ist das mein Gmail, kann da den Link rein tun und der Link ist mit einem Hashwert, ja, das ist ein Fachbegriff, also Hashwert geschützt und arbeitet mit der Blockchain-Technologie, also es ist ein Kryptolink und somit ist der auch laut dem Datenschutzgesetz konform. Und weil ich eben jetzt zum Beispiel Gültigkeitsdauer natürlich kann eingeben, ist das sehr gut. Das heisst, es ist nicht einfach irgendwie x-beliebig lang ersichtlich. Also man könnte jetzt den Link schicken. Das gleiche ist, was ich jetzt da noch schön mache, mit der Datensicherung. Link teilen. Machen wir da wieder erstellen. Kopieren. Und könnte ihm jetzt die zwei Dokumente sozusagen übermitteln. Das heisst, da kommt einfach der Link rüber. Der Link ist nichts anderes als ein Browser-Link. Jetzt sehen wir hier mal die Vorschau vom ersten PDF, den ich hier gemacht habe. Man kann es hier noch ganz anschauen oder auch abladen, wie ihr hier seht, automatisch. Also das wären jetzt benutzerbezogene Daten, die natürlich nicht sollten die als PDF schon im E-Mail drin sein. Und somit kann man das schicken. Jetzt schauen wir noch den anderen Link an. Da wird er jetzt wahrscheinlich einfach das Download dann machen.
die ich herunterladen kann, dass die Sicherung heruntergeladen wird. Das heisst da, zack, und die andere Partei hat dann die Datensicherung vom Abacus. Das ist jetzt eine mit Fibo und Lohn, aber natürlich ein kleiner, der keine Daten drin kann. Jetzt zeige ich euch das Geschehen im Abacus. Gibt es die gleiche Technologie an sich auch, standardmäßig. Ihr habt hier im Hintergrund gesehen das Abacus, wir sind im Detailjournal drin. Wir haben hier jetzt nochmal den Paul Marer, der vorne der Lohn drin war. Und gehen wir mal auf die Ansicht. Das heisst, da habe ich jetzt die ganzen Lohndaten drin, das ist ein Mustermandant. Und er braucht jetzt die, wieso auch immer, von dem Detailjournal. Und kann da sagen, jetzt via DeepV. Und auf, könnte man dann noch eine Beschreibung tun. Und auf Erweitert kann ich da sagen, anstatt den Monat, sage ich jetzt da einen Tag. Vielleicht müssen wir das mal noch ein bisschen anpassen, dass es gleich ist. Weil da haben wir jetzt einen Tag, eine Woche. Und auf der anderen Seite haben wir 10 Tage gehabt. So, und jetzt kann ich auch da sagen, teilen. Und kann jetzt da den Link kopieren. Und wenn wir nochmal den Browser aufmachen, gehen wir da rein, geben den ein. Und das ist schon online zur Verfügung. Das heisst, ich kann jetzt das PDF anschauen, kann es abladen. Genau das gleiche Prinzip, einfach schon integriert im Abacus. Und das geht in allen Ansichten im Abacus. Also sehr praktisch zum geschützt laut dem neuen Datenschutzgesetz vom 1. September 2023 das Ganze zu verschicken. Das war das kurze Video gewesen, rund um Daten versenden. Merci vielmal und der Sonntag hat heute wieder einmal nicht so schönes Wetter gehabt. Das heisst, es hat geregnet. Danke vielmal und einen schönen Tag.